Was ist hier los? Du gehst dem Lärm nach und siehst einen brückaufbewachten Wurfbewohner. Sie streiten untereinander und schleudern einer einsamen Gestalt, die über ihnen steht, Fragen und Forderungen entgegen. Ein junger Mann steht auf einem Felsvorsprung und hält seine geballten Fäuste in die Luft. Dampf steigt aus seinen zottigen Haaren und von seiner geröteten Gesicht empor, während er in die Menge ruft. Been a week since our people left these gates. A week since the Iron Flail took them. Eine Woche ist es her, dass unsere Leute diese Tore durchquert haben. Eine Woche, seit der Eisenflegel sie entführt hat. Du siehst vereinzelte nickende Gesichter in dem Pulk der Dorfbewohner. Yet we wait here behind our sturdy new walls, hiding in our rebuilt homes. We've done nothing. Aber wir warten hier hinter unseren robusten neuen Mauern und verstecken uns in unserer wiederaufgebauten Häusern. Wir haben nichts getan. Er schlägt seine Faust mit einem lauten Klatschen in seine Hände. Die Menge explodiert, ein einziges Chaos aus erhobenen Fingern und spitzen Worten. Eine Frau tritt vor und fixiert den jungen Mann mit ihrem Blick. Who are you to tell us how to defend our own? You ain't been here 2 months! Wer bist du, uns zu sagen, wie wir uns verteidigen müssen? Du bist 2 Monate nicht hier gewesen. Mehrere der anderen grunzen und Joel zustimmen. Du spürst, wie die Stimmung umzuschlagen beginnt. And since I got here, I've been working alongside the rest of you. Don't start with that again. Und seit ich hier bin, arbeite ich Seite an Seite mit euch. Fang dich wieder damit an. Eine Handvoll anderer nickt zustimmt. Sie zucken aber zusammen und verziehen das Gesicht, als ein weiterer Dorfbewohner sich einmischt und mit der erhobenen Zeigefinger auf den jungen Redner zeigt. Well, it was your idea to send our people to that damned fort in the first place. If it weren't for you and the other leeches that come up with you, we wouldn't be in this mess. Es war doch überhaupt erst deine Idee, unsere Leute zu dieser verdammten Festung zu schicken. Ohne dich und die anderen Blutsauger, die mit dir hochgekommen sind, wären wir gar nicht in dieser Lage. Der neue Ankläger löst ein kurzzeitiger Rufe aus. Derian hebt beschwichtigend die Hände, aber der Zorn des Brücks schaukelt sich immer weiter auf. Enough! Genug. Derian versucht, die Menge zu beruhigen, aber sie ist nicht mehr zu bremsen. Er lässt die Augen über den Pulk schweifen, Schweiß rollt seine Schläfen herab. Als sein Blick auf dich fällt, deutet er mit seinem Finger auf dich. Ihr wollt alle Ausländer aus eurer Stadt werfen, sagt das der Heldin der weißen Esse. Ein Dutzend Köpfe drehen sich in deine Richtung. Die Dorfbewohner erkennen dich und ihre Augen weiten sich voller Hoffnung und Ehrerbietung. Geht es um diese Festung in der Nähe der Batterie? Worum geht es überhaupt? Du hast etwas von einer Festung und einem Eisenflügel erwähnt. Ganz ruhig, ich bin hier, um zu helfen. Schluss mit dem Geschrei. Wer erklärt mir in aller Ruhe, was hier los ist? Nehmen wir mal die 4. Ich bin hier, um zu helfen. Then you know about the Iron Flail. You'll stop them? Dann weißt du von dem Eisenflügel. Du wirst ihn aufhalten. Die anderen Dorfbewohner flüstern und tuscheln. Ihre Hoffnung ist durch Furcht verwässert. Showed up a few weeks after you opened the battery. Demanded we give him the White Forge. Sind ein paar Wochen, nachdem du die Batterie geöffnet hast, aufgetaucht und haben verlangt, dass wir ihnen die weiße Esse übergeben. Er weicht den Blick aus und schabt mit seinem Stiefel an einem Felsen. They're led by a Darik Sendamir. Comes from an old Rayed Saren family. The rumor has it, the man's half mad with visions. Claims one drove him here to take the White Forge. Ihr Anführer ist Edarik Sendamir. Er stammt aus einer alten Rayed Serenischen Familie, aber man sagt, er sei halb wahnsinnig. Und werde von Vision heimgesucht. Eine davon hat ihn angeblich aufgetragen, die weiße Esse zu erobern. They're not the only bloodsuckers around here. Sie sind nicht die einzigen Blutsauger hier. Der Dorfbewohner blickt zornig zu Derian hinauf, aber die meisten anderen ignorieren ihn inzwischen schon. Derian erhebt seine Stimme über den Lärm. Our crew at the battery locked their doors and told the Iron Flail to go back to Rayed Saris. Unsere Mannschaft in der Batterie hat die Türen versiegelt und dem Eisenflügel gesagt, er solle zurück nach Rayed Saris gehen. Instead, they built a fort in the middle of the wood. Stattdessen haben sie mitten im Wald eine Festung errichtet. So we sent a committee to reason with them. But that was a week ago. We haven't seen our people since. Also haben wir ein Komitee geschickt, um mal ihre Vernunft zu appellieren. Aber das war vor einer Woche und seitdem haben wir unsere Leute nicht mehr gesehen. Ein leises Rauen rollt durch die Menge. Derian zögert. I can only mean one thing. Das kann nur eines heißen. Er verzieht das Gesicht, als die verängstigte, streitende Menge ihn wieder übertönt. Er hat recht, ihr müsst euren Besitz verteidigen. Die weiße Esse ist es nicht
Ist euer Leben nicht wert, gebt sie auf. Könnt ihr die weiße Esse nicht mit den Rezeranern teilen? Mit den Achseln zucken. Könnt ihr nicht teilen? Dorfbewohner rufen und grölen lauter als je zuvor. Nachdem, was sie mit unseren Nachbarn gemacht haben, die können nur eins, Kriege anfangen. Please, everyone. Bitte, Leute, mit einem brüchigen Schweigen, das Volk wenden die anderen sich zu Dirin und blicken ihn an. Whatever our differences, we've got to deal with the army at our gates. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber wir müssen mit der Armee fertig werden, die vor unseren Toren steht. Er blickt wieder zu dir. You've done a lot for Stalwart already. Many of us wouldn't even be here if it wasn't for you. Du hast schon viel für Stalwart getan, Talisa. Die meisten von uns wären ohne dich gar nicht hier. Er stockt und blickt rein, als würde er seine Worte am liebsten in seinen Mund zurückstopfen. Nach einer unangenehmen Pause schluckt er und fährt fort. What I mean is, if anyone could deal with an army, it's you. Was ich sagen will, wenn jemand mit einer Armee fertig wird, dann du. Also gut, ich helfe. The Iron Flail cleared a patch of forest north of Durgan's battery. Built their fort there. Er nickt. Der Eisenflegel hat ein Stück Wald nördlich von Durgans Batterie gerodet und dort eine Festung errichtet. It'll be well guarded, so if you can get in without raising an alarm, you may have an easier time of it. Die Festung wird gut bewacht. Wenn du es schaffst, unbedingt einzudringen, hast du es deutlich leichter. The important thing is to deal with the commander. If you can get rid of him, the rest of the soldiers will scatter. Wichtig ist es, vor allem den Kommandanten zu beseitigen. Die übrigen Soldaten werden dann fliehen. Ich glaube, ich habe von dieser Armee geträumt. What exactly did you see? Was genau hast du gesehen? Er beobachtet dich mit weit geöffneten, fragenden Augen. Ein Murmel zieht durch die Menge. Sind wir ehrlich, Stormwood wurde zerstört. Die Dorfbewohner japsen und flüstern aufgeregt untereinander. Let's just hope there's still time to prevent it. Da hoffen wir mal, dass es noch nicht zu spät ist, das zu verhindern. Seine Stimme ist fest, aber sein Gesicht ist aschfahl. Anyway, we've got our work cut out for us here. Wie da auch sei, wir stehen vor einer schweren Aufgabe. Er blickt die Menge eindringlich an. Grummelnd beginnt sie sich aufzulösen. While you're out, stop by the battery. Wangra and her team are still repairing the heavy cannons, but they've made a lot of progress elsewhere. Wenn du schon unterwegs bist, sieh bei der Batterie vorbei. Wangra und ihr Trupp reparieren immer noch die schweren Kanonen, aber an anderer Stelle haben sie schon große Fortschritte gemacht. Thought you might like to see how far it's come. Ich dachte, du möchtest vielleicht sehen, wie sehr die Dinge sich schon entwickelt haben. Er zog mit den Schultern. Ich will dich etwas fragen. I haven't been here long, but I'll tell you what I can. Er zog mir den Schulter. Ich bin noch nicht lange hier, aber ich sage dir, was ich weiß. Was hat dich nach Stalwart geführt? I was a cobbler in New Yarma, but the city got more crowded every year. Rural types fleeing the legacy. Arbeit. Ich war Schuster in Neu-Yarma, aber die Stadt wurde jedes Jahr überfüllter. Leute vom Land, die dem Vernichtnis entkommen wollten. A couple months ago, I heard Stalwart was offering land and opportunity to new settlers, so... Figured I'd give it a go out here. Vor ein paar Monaten habe ich gehört, dass Stalwart neuen Siedlern Land und eine Chance bietet. Also dachte ich, ich probiere mein Glück hier. Wir sind gerade mal eine Woche weg gewesen. For a while, folks seemed glad to have some new blood. But that changed as more and more of us came. Eine Weile schienen die Leute froh zu sein, frisches Blut hier zu haben, aber das änderte sich, als immer mehr und mehr von uns kamen. Es scheint eine Menge Spannung in der Stadt zu geben. Before you open Durgan's battery... People tell me Stalwart barely had enough warm bodies to keep the town running. Er lacht humorlos. Bevor du Durgans Batterie geöffnet hast, hatte Stalwart kaum genug Bewohner, um die Stadt am Leben zu halten. A bunch of us came when we heard about the White Forge. But now, I think the old-timers would just as soon send us back. Ein paar von uns sind gekommen, als wir von der Weißen Esse gehört haben, aber jetzt würden uns die Alteingesessenen wohl am liebsten wieder zurückschicken. Er fängt an, Punkte an seinen Fingern abzuzählen. We take the best jobs, we don't pay our respects to Andra. We're overcrowding the town. Wir nehmen ihnen die besten Arbeitsplätze weg. Wir erweisen Andra keinen Respekt. Es ist zu wenig Platz in der Stadt. Er schüttelt mit dem Kopf. I get it. Stalwart's changing. Same thing happened in New Yarma when folk moved in from the countryside. Ich verstehe es. Stalwart verändert sich. Das gleiche ist in New Yarma passiert. Als immer mehr Leute vom Land in die Stadt gezogen sind. But they can't keep blaming us for everything that goes wrong out here. Aber sie können uns nicht immer die Schuld an allem geben, was hier schief läuft. Er seufzt und eine dampfende Wolke weicht seinen Lippen. I'm just hoping they'll calm down once the Iron Flail is gone. Ich hoffe nur, dass sie sich alle beruhigen, wenn der Eisenflegel erst einmal fort ist. Erzähl mir was über den Eisenflegel. They heard about the White Forge and came running, just like a lot of us did. Sie haben von der Weißen Esse gehört und sind gerade gekommen, genau wie viele von uns. Only difference is, they brought siege weapons. Der Unterschied ist nur, dass sie Belagerungswaffen mitgebracht haben. As best anyone can tell, they're from the border region near Little Bend, one of the poorest parts of the country.
Für Raid Ceres, that's saying something. Soweit wir wissen, stammt sie aus dem Grenzgebiet um die kleine Beuge, eine der ärmsten Gegenden des Landes. Das will Raid Ceres etwas heißen. Das ist alles. So, was hat sich hier so getan? Also erst einmal, gibt's dich noch? Stimmt es wirklich? Ich habe das Licht in der Batterie gesehen. Hast du sie wirklich geöffnet? Der Orlando schlägt begeistert die Hände zusammen. Ich fasse es nicht. Ich war mir sicher, diesen Weg nie wieder nehmen zu können. Aber wer weiß, welche Seltenheiten aus diesen Hallen kommen werden. Hm? Wie aufregend. Zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Hartnäckig und zäh ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und ein Abwehrring. Gut, okay. Dietrich, hier haben wir mehr als genug, aber ich nehme dir alle deine Edelsteine, Materialien so ab. Auch wenn wir irgendwie nicht sonderlich viel craften tun. Neue Quest, mach die Kanonen bereit. Okay. Die schweren Kanonen auf dem Westturm von Düngers Batterien waren einst eine mächtige Verteidigung. Sie können einen wertvollen Schutz für die Batterie darstellen und für mich. Darin hat erwähnt, dass Vengra und ihre Männer die Langstreckenkanonen der Batterie reparieren. Es würde sich wohl lohnen, sie einmal anzusehen. Diese Kanonen könnten eine hervorragende Waffe gegen die Armee aus meiner Vision darstellen. Aha. Die vergessene Armee. Östlich von Starwood wurde eine Festung errichtet. Vielleicht gehört sie der Armee, die ich suche. Die Festung wurde von Rezeranern errichtet, die Bürger ans Batterie erobern wollen. Starwood hat eine Gruppe von Gesandten geschickt, um mit den Rezeranern zu verhandeln. Die Gesandten sind jedoch nicht zurückgekehrt. Eisenflegel. Die Dorfbewohner von Starwood machen sich Sorgen um eine Gruppe von Rezeranern, die als der Eisenflegel bekannt sind. Sie sind in die Berge gekommen, um die Batterie für sich zu beanspruchen. Starwood hat eine Gruppe von Gesandten geschickt, um sie zu verhandeln, doch sie sind nicht zurückgekehrt. Der Eisenflegel hat eine Festung auf dem Gebirgspass im Nordwesten errichtet. Dort will ich wohl antworten darauf, was mit dem Gestandenen geschehen ist. Derian hat mich gebeten, den Kommandanten des Eisenflegels auszuschalten. Adarik Sendamir. Mhm. Renegade hat dir erwähnt, dass man auch Handelsabkommen aushandeln muss. Kandidiere zum Bürgermeister, haben sie gesagt. Ja, aber ist ganz leicht, haben sie gesagt. Ich hätte in den Minen bleiben sollen. Er bemerkt dich und seine Augen weiten sich. Dann ließ er was für dich zurück nach Stalwart. Du bist hier immer willkommen. Er strahlt dich an. Wie geht es Stalwart denn so? Wir haben viel wieder aufgebaut. Die westliche Palisade ist repariert und ein schicker Händler hat sich dort niedergelassen, wo früher Cadys Haus stand. Er deutet auf den Tempel. Außerdem haben wir wieder einen ordentlichen Abidon-Tempel. Ich habe ohne ihn nie verstanden, was die Ondriten in Stalwart wollten. Das waren ja nicht mal echte. Ich bin ziemlich beschäftigt, wenn es also nichts gibt. Welche Verhandlungen meinst du? Eine Gruppe von Händlern aus Trutzburg will ein Handelsabkommen mit Stalwart eingehen. Ihre Vertreterin Nestor wurde in der Gräfenrast. Ich gehe ihr aus dem Weg, weil ich keine Erfahrung mit Abkommen und Verträgen und all dem Zeug habe. Ich war Bergarbeiter, kein Diplomat. Vielleicht könntest du an meiner Stelle mit ihr reden. Er blickt dich hoffnungsvoll an. Als Bürgermeister würde ich dir die Vollmacht geben, für Starwood zu verhandeln. Warum glaubst du, dass ich in einer Verhandlung mehr Erfolg habe als du? Du bist die Heldin von Starwood, die Frau, die die weiße Esse zurückgewonnen hat. Natürlich wirst du mehr Erfolg haben als ich. Dann gehe ich mit Nestor sprechen. Danke. Wie schon gesagt, du findest ihn der Gräfenrast. Dann lebt wohl. Am Boden des Schmelzofens liegt frische Kohle. Ich schwöre, in der Mine gehen seltsame Dinge vor sich. Die Lore ist gefüllt mit Klumpen von Eisenerz. Man schaut den Flecken von gelben Pulverdicken die Oberfläche der Fässer. Der Gestank nach Schwefel liegt in der Luft. Du sagst, dass in der Mine geht vor dich. Wenn du nach Arbeit suchst, hat Ismay vielleicht was für dich. Mhm. Sehen wir die neue Festung eigentlich schon auf der Karte? Ah ja, Eisenflegelfestung. Das würde ich eher aber als ein Vor- oder ein Lager, also ein befestigtes Lager ansehen, wenn ich es mir so hier auf der Map ansehe. Ja. Aber ja. In der Mine geht was vor sich, heißt es. Da gucken wir doch mal in die Mine.